Hi Leute, Bushcraft Deacon hier, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin mal wieder draußen, heute bei einem Treffen, mal wieder und diesmal in der Nähe von mir, das ist in der Nähe von Potsdam, an der Bekerwiese, das Outdoor Bushcraft Survival Treffen. Das ist jetzt schon das dritte Jahr in Folge, dass sie sowas machen. Selber hatte ich nie Zeit dazu, die Jahre davor. Jetzt endlich, 2015, bin ich dabei. Und programmmäßig weiß ich, dass hier Feuerbohrsets getestet werden und ich selber habe meine Brückenhängematte dabei und einen Kilt, den ich testen möchte. Und ja, wenn ihr Bock dazu habt, euch das Treffen anzuschauen, dann bleibt da dran. Ja, ein bisschen habe ich jetzt schon gezeigt. Jetzt hier nochmal den Luxus des Treffens. Toiletten und von da stehen die Autos. Wir haben sogar einen Waschplatz hier. Da kommen wir auch gleich hin. Mit warmem Wasser und Spüli und Schwämme. Also mehr Luxus geht gar nicht. Das ist jetzt hier mein Basecamp, meine Brückenhängematte mit Gear Hammock, jetzt die Climate Isolated drin in einem Schub. Passt genau. Da drüber der Thermarest Kilt vom Kumpel ausgeliehen zum Testen. Falls es doch kalt wird, habe ich noch meinen Snackpack Sleeker dabei und ja, wird bestimmt eine coole Nacht. Jetzt ziehe ich mir erstmal noch ein Vlies an und genieße das Feuer. Mal gucken, ob ich euch noch mitnehme. Es sind doch sehr viele Leute hier, mit denen man sich unterhält und ein paar Gespräche führt. Da kommt man nicht so sehr zum Filmen. Und ja, ich hoffe, ich kann trotzdem noch einiges hier einfangen mit der Kamera.
Moin Leute, erste Nacht in der Hängematte, super gepennt. Ich wollte gerade losfilmen. Hab mich ein bisschen zu sehr auf die Seite gelehnt und dann sind hier die Nähte pop aufgegangen. Da habe ich wohl ein bisschen geschlammt. Aber wird bis eben super gepennt. Werd wach, lehn mich raus. Ein bisschen zu sehr auf die Seite gedrückt und das hat dann wahrscheinlich ausgereicht, dass die Nähte klack aufgegangen sind. Aber das Gute ist, das macht man ratzfatz wieder, also nähe ich neu, ein bisschen fester und ist die Matte auch wieder einsatzbereit. Ja, herrlicher Morgen und Zeit zum Aufstehen. Der Kilt war auch super, ich musste ein bisschen nachpimpen mit meinem Snackpack. Aber liegt auch daran, weil ich eine Frostbeule bin und es doch relativ frisch wurde über Nacht. Jo, na dann geht's jetzt los ans Frischmachen, Frühstücken. Bis gleich.